war in den zwei Schwestern und hat sich einen genehmigt. Er hat getönt, er hätte in der... Dummerweise war Hauptmann Dion auch gerade in der Zwei-Schwestern-Unterkunft. Nur Idioten, ey. Möge Akatosh euch segnen. Deine Mom. Ich will gleich gesegnet, Alter. Schloss. Spdump. Porphyrische Hämophilie ist auch als Vampirkrankheit bekannt. Los jetzt. Ich bin ein enger Vertrauter des Fürsten, also würde ich sagen, ich komme da umsonst rein. Ansonsten muss ich leider hier Blut vergießen. Mir sehr leid, aber... Besucher sind... Es heißt, dass Shum Goyaruk nach Helfern sucht. Er ist der Butler des Grabes. Nee, aber dafür kriegt man 2 Jahre im Kerker von Skingrad. Er verlässt die Burg von Skingrad nur selten. Um 10 geht er ins... Schönen Tag. Behalte. Laden. Behalte. Bis gleich. Geht's oder geht's nicht, ey? Meine Fresse. Hey du. Machst du Hunger? Ihr seht wirklich clever aus. Danke, du nicht. Wo? Seid ihr gekommen? Ja. Schließt einfach die Tür auf. Einige Stunden nach eurem Tyrannis. Ihr meint den Dieb? Der war in der großen Zelle mit dem Argonier. Sie tuschelten dauernd mit der... Wohin? Alle paar Tage holt sie sich einen von uns. Manche kommen zurück, manche nicht. Die, die zum dritten Mal geholt werden, kommen nie zurück. Das war das dritte. Ich weiß nicht. Sie hat den Argonia erst vor einer knappen Stunde mitgenommen. Er hat sich ziemlich gewehrt. Er blutete alles voll. Soris Arenim soll jüngst zu einer hübschen... Lasst euch nicht von den Wachen erwischen. Ist Latia, er erzählte mir, die bleiche Fürstin, wie immer sie auch sein mag, habe Tyrannis bereits vor Tagen geholt. Das klingt nicht sehr gut. In der Semzelle mit Tyrannis befand sich auch ein Argonia. Offenbar ist er ebenfalls von der bleichen Fürstin vereinschunden. Warte mal, irgendwo müsste Blut sein. Blut. Ah, okay. Wieder sichern. Lame. Heilige. Weinkeller. Weinkeller. Ich will aufgeben. Laden wir halt. Ganz ehrlich, wow, Schleichen hat sich verbessert. Spiel.
Nun folgen wir der Blutspur des Agonias. Oh, hier könnten wir auch theoretisch richtig abgreifen. Können wir richtig abgreifen, Leute. Ich plündere mal schnell. Na, wir haben aber ordentlich abgeräumt, Leute. Aha. Oh, doch da drin. Okay. Also ich glaube, wenn wir das alles verkaufen, dann werden wir ganz schön reich sein am Ende. Muss ich da sagen. Na, egal. Was keine Chance. Mein Gott. Backendes Blut. Nein. Epileptischer Anfall. Wein. Menschenblut. Und so riecht ihr Brüderwein. Wir müssen uns hin. Das bin ich. Ich bin so froh, dass ihr diese beschränkten Skingrad-Wachen haben mich beim Stehlen von Fisch... Ihr habt erneut mein Leben gerettet. Ihr erweist euch als ein echter Freund. Nicht gebeult. Das werde ich euch nie vergessen. Ich habe mich entschieden, der Diebesgilde beizutreten. Gute Idee. Tyrannis? Woher wusstet ihr von ihm? Er war mein Zellengenosse. Naja, bis ihn die bleiche Fürstin mitnahm. Mhm. Hat er jemals ein Buch erwähnt? Nein, aber er gab mir eine Nachricht über den Schatz mit, die ich der Diebesgilde überbringen sollte. Nachdem Tyrannis das erste Mal von der bleichen Fürstin mitgenommen worden war, wusste er, dass er sterben würde. Bringt mich aus der Burg heraus! Verfluchter Vampir! Sie nahm meinen Zellengenossen Tyrannis. Schöne Geschichte. Falls es um Tyrannis Schatz geht, ich weiß, wo er ist. Sobald wir vom Haupttor der Burg nicht mehr gesehen werden können. Na gut, okay. Auf geht's! Ich würde ja gerne, aber wie geht der Scheiß auf? Oh. Klar. Tyrannis. Tyrannis ist tot. Ich fand es der Leichen der Heimkammer zusammen mit Amuzai und der bleichen Fürstin. Bullshit. Hey, Alter, komm. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, da rauszukommen. Ich denke mal, wir gehen auf den gleichen Weg zurück, wie wir hergekommen sind. Das scheint für mich eine gute Idee, ja. Amuzai, komm rein. Sehr gut, so. Fliehende Gefangene! Was? Quatsch. Wo bleibt er? Amuzai. Fliehende Gefangene! Oh, laden wir halt. Fliehende Gefangene! Ja? Fliehende Gefangene! Ist gut. Du mach scheiß Ork. Du mach sterben. Niemand mag dich. Amuzai, komm her. Er dreht leise auf und heilig Schleichen und tut alles, um nicht nämlich entdeckt zu werden. Ihr seid nur Lehrling des Schleichens. Wow. Jetzt schon. Jetzt können wir in aller Ruhe da durchgehen.
Gefangene. Wo ist Amuzai? Es ist zu schade. Also. Nein. Dann ist mein ganzer Wein weg. Oh nein. Nein. Ja, fliehende Meister. Gefangene braucht ihr ja, nicht. Meister, braucht. Mein ganzer Wein ist weg, oder? Okay. Ihr mich? Was soll ich tun? Dann komm mit. Nicht gleich nochmal rein und schauen alles nochmal. Das cutte ich dann aber natürlich wieder. Für euch. So, ich denke, hier sollte es okay sein. Amuzai. Was soll ich tun? Ging gerade Schloss. Ja, Meister, braucht ihr mich? Laufen wir mit ihm noch ein bisschen rum und dann haben wir das. Dabei können wir ein paar Scams umbeschwören. Kann ich jetzt eigentlich einen kopflosen Zombie? Aber sonst ich könnte ich, das ist sehr gut. Nie wieder Scams. Also nicht nach so schlossen. Ich werde. Oh. Er trug mir auf, Folgendes an jedwedes Mitglied: sucht unter einem Busch bei der Quelle hinter Nerastarels Haus. Ich wollte es eigentlich selbst haben, aber ich schulde euch viel. Ihr sollt. Gute Reise! Bevor wir dies alles tun, möchte ich mir noch schnell das klauen. Den ganzen Schwein. 50, ja natürlich. Und ratet mal, wie hoch es ist. Wahrscheinlich gar nicht irgendwas. Boah, wir, sind schon so gechieft, ey. So, boah, wir sind so gechieft, Alter. Wir haben 44. Das tut ja fast schon ein bisschen weh. So, Leute. Ich war auch schon beim Hehler und es war das Problem, meine ganzen Beine nicht gestohlen haben, waren dann nicht mehr gestohlen, weil ich das Beweiskiste geholt habe. Aber naja, das soll uns nicht weiter stören. Man kann es verschmerzen, würde ich sagen. In einem früheren Band. Nehmen, ich habe die Verschwörungsgeschichte. Jetzt muss ich sie nur auf Skreva übergeben. Zack. Und wer hat's mal wieder drauf? Ich natürlich. Wer auch sonst? Naja. Ich will hier nicht zu viel mit meiner unglaublichen Präsenz prahlen, aber ne? Also, ne? Da, ne? Egal. Jetzt ist natürlich zu Hause, dumme Sau. Halt. Ich hab doch... Zu... Als... Zu schade, das ist das Prozedere. Ja. Meister, braucht ihr mich? Nein. Hören wir uns das einmal an. In Skyrim brauche ich keine Gefährten. Da sind die auch verdammt nutzlos. Also, was man machen kann, ist, dass man die den Klingen Arsch schiebt, ey. Ganz ehrlich. Ja? 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 Kann ich da von oben auch rein in das Haus? Ach, das sind zwei so übereinander. Cool.
Warte mal kurz, ich warte, bis der wegschaut.